Mönchspredigt. Es schlägt der Mönch aufs Kanzelbrett und macht gar schlimme Witze. Sein Hals ist kurz, der Atem fett, sein Wort voll roter Hitze. Er endet just mit glühendem Hauch, die Hölle heiß zu schildern. Gott selber, schreit er, wollt er auch, kann jede Qual nicht mildern. Gott schloss der Hölle schwarz Portal und hat den Schlüssel verloren. Solange Gott lebt, lebt die Qual, das ist euch zugeschworen. Er rief's, der böse Schwaden steigt aus seinen Eingeweiden. Still rührt der Schlag, der Lästerer schweigt und endet ohne Leiden. Ihr Christenleute, zittert nicht, ob seinen wilden Scherzen. Die Qual ist aus, die Hölle bricht, sie brach mit seinem Herzen. Und ist's auf seiner fahlen Stirn ein guter Trost erworben, der böse Gott in seinem Hirn ist still mit ihm verdorben. Aus drei Gründen ist mir der Gottfried Keller wichtig, wo ich auch das Gedicht ausgewählt habe. Erstens bin ich als Hottinger Zäufter sowieso mit dem Gottfried Keller verbunden, weil wir ihn ehren jedes zweite Jahr auf dem Friedhof und so sind wir sehr mit seinem Werk immer wieder verbunden. Zum Zweiten ist durch die Hadlaub-Geschichte, die er als Novelle geschrieben hat, die Verbundenheit mit dem Grossmünster sehr stark, weil wir haben in der 12-Boten-Kapelle haben wir den Satz, dass der Rutgruss Manasse den Peter- und Paul-Altar gespendet hat und der Rutgruss Manasse ist eine der Hauptfiguren von der Novelle Hadlaub, von Johannes Hadlaub, ein Minnesänger aus dem Mittelalter, wo der Gottfried Keller als historischer Roman geschrieben hat. Wunderbare Geschichte. Und zum Dritten ist für mich durch das Gedicht «Der böse Gott in seinem Hirn ist still mit ihm verdorben» wichtig Gotteskritik, die vom Gottfried Keller her bis in die heutige Zeit in der multikulturellen Gesellschaft enorm entscheidende Impulse gibt. Das heisst, ein Gottesbild, das mit Gewalt, mit Hölle und Strafe tut, auch die Leute in Angst versetzen, geht heute nicht mehr in dieser Radikalisierung von der Religion, wo wir drin stehen. Und von daher ist er für mich ein Prophet, der weit von der Zeit voraus den Finger auf die Wunschstelle geleitet, die wir von den Kirchen und Religionen heute Verantwortung tragen.